Landrat Klaus Pavel und Rheinaus Bürgermeister Christoph Kohnle zeigten sich bei einem Rundgang über das Gelände des ehemaligen Munitionsdepots der Bundeswehr bei Rheinau beeindruckt von den umfangreichen Renovierungsmaßnahmen der Firma Stengel. Der große Metallverarbeitungsbetrieb im Ostalbkreis hat das Gelände vom Bund gekauft und will künftig einen Teil seiner Produktion hierher verlagern. Besonders beeindruckten Pavel und Kohnle die gelungenen Renaturierungsmaßnahmen auf dem Firmengelände. Das naturbelassene 10 Hektar große Waldstück ist seit Oktober letzten Jahres auch die neue Heimat einer kleinen Rotwildpopulation geworden.